So, ich hoffe, ihr habt die Mittagspause gut nutzen können. Zum einen, um euch zu stärken, aber auch, um ein bisschen euch zu vernetzen, ein paar nette Gespräche zu führen. Aber ich hoffe, ihr habt auch noch Interesse genug da, um euch jetzt ein paar interessante Mobilitätskonzepte anzusehen, die man mit offenen Daten umsetzen kann. Und zwar haben wir jetzt ein paar Ideen, die aus unserem Data Run entstanden sind, aus unserem Hackathon, den Frau Bär auch schon erwähnt hatte. Mich mal kurz vorstellen, mein Name ist Alexandra Mause und ich habe in den letzten 2 Jahren den M-Fund und die damit verbundenen Veranstaltungen und Projekte so ein bisschen mitbetreut und wie Christian Heise anfangs schon gesagt hatte, vor über einem Jahr haben wir das erste Mal zusammengesessen und haben über einen möglichen Datensummit gesprochen und die Frage, ob die Open Knowledge Foundation gemeinsam mit dem BMVI sowas veranstalten kann. Und ich bin wirklich sehr glücklich darüber, dass das so geklappt hat. Und ja, freue mich, dass wir heute hier uns eine Menge spannender Sachen anhören können. Zum Data Run. Warum macht jetzt ein Ministerium ein Hackathon? Ist nicht so sonderlich üblich und wir haben uns auch, als wir den ersten gemacht haben, da ziemlich einleben müssen in dieses ganz neue Konzept. Frau Bär hatte schon darauf hingewiesen, wir haben einen unglaublichen Schatz an Daten in unserem Ressortbereich. Das ist nicht nur das Ministerium, sondern die ganzen Behörden, die da dranhängen. Das ist der Deutsche Wetterdienst, das ist das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie und viele andere Behörden. Und in 2015, als wir mit dem M-Fund angefangen haben, haben wir uns überlegt, naja, wie kriegen wir jetzt die Daten als Open Data denn auch ja, verkauft nach draußen? Also gibt es überhaupt Menschen, die mit diesen Daten was machen wollen? Und wie können wir einfach das Potenzial der Daten auch zeigen? Das war dann genau die Idee des ersten Hackathon oder Data Run, wie wir es genannt haben. Und in 2015, im November war es, haben wir hier in diesem Saal dann in 24 Stunden einen Data Run durchgeführt. Wir hatten damals Daten aus besagtem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, vom Deutschen Wetterdienst und vom Mobilitätsdatenmarktplatz. Und ich fand das dann am Abschluss unglaublich beeindruckend, was in 24 Stunden aus solchen Daten entstehen kann. Damals gab es dann als Gewinner eine Vorhersage-App für Quallenbewegung in Nord- und Ostsee. Es gab ein Projekt zur Echtzeitverkehrslenkung durch Geodata Mining. Also das waren damals die Gewinner. Und was mich besonders freut, ist, dass diese beiden Projekte danach auch die Chance genutzt haben, ihre Projektidee weiter fördern zu lassen durch uns. Ja, den zweiten Data Run haben wir dann im Dezember letzten Jahres gemacht. Auch da gab es wieder eine tolle Beteiligung. Wir hatten Daten, Echtzeitdaten diesmal, Echtzeitdaten im Verkehr, das war das Motto. Wir haben Daten aus dem Bereich der Bundeswasserstraßen zur Verfügung gestellt, aus dem Bereich der Bundesautobahnen, also auch vom Mobilitätsdatenmarktplatz. Und hier haben wir auch schon erstmalig mit der Open Knowledge Foundation zusammengearbeitet. Von daher nochmal einen ganz herzlichen Dank an die fachliche Unterstützung dabei. Wir hatten hier Unterstützung von Ernesto Ruge und von Stefan Kaufmann in der Auswahl der Daten vorab. Ernesto Ruge war dann auch in der Jury, auch das hatte Frau Bär schon erwähnt. Es waren noch ein paar weitere interessante Personen in der Jury damals. Das war der Martin Kaludis von der DB Netz AG, die Tanja Kufner vom Startup Bootcamp, der Uli Strötz von Door to Door, Gerd Butzig von Esri und aus unserem Ressortbereich der Lutz Rittershaus und der Dietmar Motes. Die hatten dann die schwierige Aufgabe, aus wirklich tollen Projekten die 3 besten in verschiedenen Kategorien rauszuwählen, beziehungsweise nur 2. Es gab 2 Jurypreise, einmal für Wirtschaftlichkeitspotenzial, einmal für Kreativität und wir hatten noch einen Community-Preis. Die 3 Gewinner haben wir heute hier auf der Bühne und die stellen mal ganz kurz vor, was sie für eine Lösung entwickelt haben. Die ersten sind das Team Tracu. Das sind die Gewinner des Community-Preises und sie haben eine Lösung für eine LKW-Parkplatzsuche mit Echtzeitdaten gemacht. Und was darunter genau zu verstehen ist, das erklären jetzt der Marco Jevcik und der Mustafa Gercek. Bitte schön.
Ja, vielen Dank erstmal für die netten einleitenden Worte. Ich möchte, und ich glaube, ich spreche da auch im Namen von Marco, erstmal ein dickes Lob an die Organisatoren aussprechen. Wir sind wirklich voller Freude und voller Spannung auch auf die weiteren Vorträge, die noch kommen werden. Mein Name ist Mustafa Gercek, der schöne Mann neben mir ist Marco Jeftic. Wir sind 24 Masterstudenten aus Mannheim und sind auch beide Gründer. Weswegen sind wir hier oder weswegen sind wir nochmal hier? Wir waren bereits am 2. Dezember hier zum Second Data Run. Die Leitthematik damals waren Echtzeitdaten im Verkehr, die natürlich die Basis und die Grundlage für Mobility 4.0 darstellen. Dabei ging es basically darum, dass wir 24 Stunden Zeit haben, uns eine Lösung zu überlegen, die quasi zu dieser Thematik passt. Dank eines unausschöpflichen Volumens an Energy Drinks und viele Augenringe später ist dann Folgendes passiert. Du müsstest draufdrücken. Ist dann Folgendes passiert, ja, da ist. Und zwar wurde unsere App Traku mit dem Community-Preis ausgezeichnet. Wie der Name es schon erkennen lässt und vielleicht auch unsere Slides, handelt es sich um eine App für Lkw-Fahrer. Ich hab lange überlegt, ob ich die Frage hier stelle, ob die hier in den Kontext passt, aber haben wir zufälligerweise Lkw-Fahrer hier? Also, vielleicht Lkw-Fahrer, die den Weg in die IT gefunden haben und okay. Vielleicht hätte er dann bestätigen können, dass Lkw-Fahrer häufig lange Strecken auf sich nehmen und dabei sicherstellen müssen, dass sie die gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten einhalten. Und das Problem ist, dass oftmals Lkw-Fahrer mit unvorhersehbaren Ereignissen konfrontiert werden, wie ein Stau oder dass Raststätten vollends überbelegt sind und überbesetzt sind, sodass sie keinen Parkplatz finden. Und Traku greift genau hier an, wenn du mal... Vielleicht. Okay. Und Traku greift genau hier an. Wir bieten quasi eine Lösung, die die Fahrt des Lkw-Fahrers steuert. Wir kombinieren Daten wir kombinieren Echtzeitdaten aus dem Verkehr mit den Daten, die wir aus den Sensoren, die in den Lkw-Parkplätzen verbaut sind, verbinden und somit dem Lkw-Fahrer eine bestmögliche Fahrt erlauben. Marco wird euch jetzt noch ein bisschen was über unsere Planung und Umsetzung während des Hackathons erzählen. Ja, wie haben wir das Ganze geplant und umgesetzt? Hier haben wir das Prinzip des Design Thinkings angewandt. Was ist Design Thinking? Design Thinking ist ein kreativer Prozess, womit Probleme gelöst werden und vor allem auch Innovationen hervorgebracht werden. Und im Prinzip besteht Design Thinking aus drei wichtigen Komponenten, die Innovation darstellen. Einmal Desirability, Viability und Feasibility. Also wir haben uns zuerst sozusagen das Profil von dem Truckfahrer angeschaut und haben uns erstmal angeschaut, was sie für Probleme haben, wie der Tagesablauf eines Truckfahrers ist. Das ist sozusagen dann die Desirability. Brauchen die im Prinzip so eine App, die wir implementiert haben? Und natürlich ist auch Viability ein wichtiger Punkt. Und zwar geht es darum, dass auch Geschäftsmodelle daraus entwickelt werden müssen. Das heißt, lohnt sich es überhaupt, so eine App zu entwickeln für uns? Welche Möglichkeiten können dabei entstehen? Und natürlich Feasibility ist ein wichtiger Punkt. Und zwar, dass man das auch technisch umsetzen kann. Ohne die Daten wäre es vielleicht auch gar nicht möglich, diese App umzusetzen. So, schauen wir uns die Möglichkeiten und Hindernisse an. Wir haben im Prinzip durch unsere App konnten wir den ganzen Prozess automatisieren und vereinfachen für den Truckfahrer. Das heißt, er hat gar keinen Stress, gar keine Probleme, die App zu nutzen. Aber allerdings ist es halt momentan so, dass die Infrastruktur, vor allem die digitale Infrastruktur, eben diese Sensoren nur in bestimmten Teilen Deutschlands anbietet. Und das muss natürlich ausgeweitet werden. Und natürlich ist es auch umweltfreundlich. Das heißt, dass wir erkennen, wenn Stau sich vor dem Truckfahrer befindet, dass wir ihn sozusagen vorher hinauslotsen und ihm sagen, hey, mach doch jetzt lieber eine Pause, ansonsten landest du in einem Stau und kannst deine Lenk- und Ruhezeit nicht einhalten. Allerdings ist auch das Problem die Bedienung. Wir haben eine App und der Fahrer sollte natürlich nicht, während er fährt, seine App bedienen. Und hier haben wir uns natürlich auch gedacht, auch unter anderem die Automatisierung spielt hier eine Rolle, dass wir die App auch später sprachgesteuert umsetzen möchten. Und
wie auch schon vorhin gesagt, Monetarisierung ist wichtig. Das heißt, es müssen Geschäftsmodelle da sein. Und so haben wir uns auch überlegt, dass man dem Truckfahrer während der Fahrt von A nach B ihm sozusagen Restaurants vorschlägt oder Schlafplätze oder ihm auch Parkmöglichkeiten bietet, die gegen eine Gebühr zu verrichten sind. Vielen Dank, das war Jaku. Ja, vielen herzlichen Dank an Marco und an Mustafa. Das Projekt, das habt ihr damals in einem Data Run entwickelt. Von daher interessiert mich jetzt, geht es damit weiter? Ist es damit weitergegangen oder war das jetzt so eine Einmalgeschichte für den Data Run? Also das ist so eine ongoing Sache, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben viele Anfragen bekommen und jetzt schauen wir gerade, wie wir das genau machen. Okay, super. Stichwort Data Run. Wir haben jetzt zwei Data Runs durchgeführt und denken jetzt natürlich drüber nach, ob wir auch noch einen dritten machen. Habt ihr da eine Idee oder Vorschläge, was wir vielleicht da machen sollten oder könnten? Mehr Energy Drinks. aber, noch mehr. Generell, also die Organisation hat uns vollends überzeugt. Wir würden uns auch öfters Data Runs vorstellen können. Also wirklich mehrmals im Jahr frequent und dass wir da wirklich eine Kultur uns erarbeiten, dass man da wirklich öfters zusammenkommt und was entwickelt. Ich wünsche mir vielleicht auch noch, dass die Unis und die Hochschulen, dass die mehr angesprochen werden, dass man da mehr Werbung macht und die hierher holt, weil damit wir eben neue Innovationen kreieren und was draus machen können. Okay, super. Dankeschön. Das nächste Team hat sich nicht mit der Straße beschäftigt, sondern eher mit der Wasserstraße. Das ist das Team Water Runners. Das Team Water Runners hat den Jurypreis für Wirtschaftlichkeitspotenzial gewonnen für die Entwicklung eines Schifffahrtassistenten auf Basis vielfältigster Datenquellen. Was das genau bedeutet, dafür kommen jetzt der Alexander Schmid und Robert Biene auf die Bühne. Ich sollte anfangen, oder? Bitte. Guten Tag. Wasserstraßen, Daten gehören auch zusammen. Die Frau Krakenbürger hat uns heute Vormittag nochmal in Erinnerung gerufen, dass die Daten auch über den technischen Kontext hinaus betrachtet werden müssen. Und genau an der Stelle haben wir versucht anzusetzen. Das Haus hier plant für uns auch die Infrastruktur von morgen. Und da gibt es einen Bundesverkehrswegeplan 2030. Und in dem werden die Verkehrsprognosen für das Land, für alle Verkehrsträger fortgeschrieben. Und wenn man sich mal nur anschaut, was die Prognosen in den nächsten 10 Jahren für die Wasserstraßen bedeuten, ist ein erheblicher Zuwachs prognostiziert für die Seehäfen, aber auch für die Binnenschifffahrt. Und wenn wir uns überlegen, dass wir die Spree hier, um den zukünftigen Verkehr aufzunehmen, 23% breiter machen, das wird so nicht so einfach machbar sein. Noch ein Mittellandkanal wird es auch in 10 Jahren so nicht geben. Also müssen wir an die Daten ran. Sehr gut. Heißt also, wir brauchen eine zweite Lösung, eine smartere Lösung. Wir saßen am 2. Dezember ziemlich genau dort hinten rechts in der Ecke. Wir waren ein interdisziplinäres Team, welches unterstützt wurde von, ich nenne ihn immer den YouTube-Star unter den Binnenschifffahrtskapitänen, unserem Ralf. Und neben den Kenntnissen, die wir von Ralf hatten aus der Praxis, brauchen wir noch was Zweites. Wir mussten uns vorher ziemlich lange auseinandersetzen mit den vielfältigen Datenquellen der Binnenschifffahrt. Vielleicht eine Frage in die Runde. Kennen Sie eigentlich schon die offenen Daten der Binnenschifffahrt? Ich freue mich über die ganz vielen fragenden Gesichter. So war ich damals auch Anfang Dezember. Es ist ziemlich vielfältig. Es gibt eine sehr schöne große Elvis-Plattform und es gibt daneben sehr viele verschiedene föderale oder auch kommerzielle Lösungen, die man alle anzapfen konnte. Die Frage ist nun, was können wir machen? Wie können wir dieses Wachstum überhaupt ermöglichen? Wie könnte eine mögliche smarte Lösung aussehen? Wir haben unseren Binnenschiffer gefragt und er hatte uns seinen Arbeitsalltag erläutert und es zeigten sich eigentlich 3 wesentliche Punkte. Der erste Punkt ist, er war ziemlich genervt davon, dass er immer ein bisschen langsamer fahren muss, weil er nicht weiß, ob hinter der nächsten Kurve irgendein größeres Schiff quert oder Verkehr zunimmt. Und er war ziemlich genervt von Wartezeiten. Die resultieren daraus, dass er natürlich, wenn eine Schleuse besetzt ist, da passt nur ein Schiff rein, vorher mit Volldampf auf die Schleuse zugefahren ist und erstmal warten musste und natürlich von Sperrungen, die auftreten. Das, was ihn aber am meisten bewegte, ist der Punkt der Ladung.
Er hat ein ganz großes Motorschiff und er stellte mal fest, dass am Ende seiner Tour regelmäßig hat er noch durchgehend mehr als einen halben Meter Wasser unter seinem Schiff gehabt und sich die Frage gestellt, naja, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich ja ruhig mehr Ladung mitnehmen können, also auch mehr Ladung abrechnen können und wäre somit deutlich wirtschaftlicher gewesen. Und wir hatten uns ja vorher mit den Daten auseinandergesetzt und haben halt gesehen, naja, es gibt dort verschiedene Prognosen und Datenfelder, die genau diese drei Punkte angehen. Die sind jedoch zum Teil dezentral verfügbar, sind zum Teil nicht standardisierten Formaten verfügbar und zum Teil sind sie auch kostenpflichtig. Was haben wir also gemacht? Wir haben all diese Datenquellen versucht zu standardisieren, anzuzapfen und einer zentralen App zusammengeführt. Diese zentrale App führte dann dazu, dass wir damit den Preis für das höchste Wirtschaftlichkeitspotenzial gewonnen haben. Was macht man nach so einer Rückmeldung, die man bekommt? Man diskutiert diese. Was haben wir also gemacht? Wir sind auf Universitäten zugegangen und Infrastrukturbetreiber sind auf uns zugegangen. Wir haben diskutiert, ist dieses Potenzial wirklich so hoch? Und die Antwort war, naja, hoch ist das Potenzial schon, aber es gibt noch ein deutlich höheres Potenzial, was ihr erreichen könnt, wenn ihr erstmal an Schnittstellen denkt. Also die ganzen Abstimmungsprozesse zwischen beispielsweise dem Schiffer und der Schleuse und den Häfen. Und wenn ihr vielleicht auch noch nicht nur 3- oder 5-Tage Prognosen anwendet, sondern dass ihr moderne Forschungsergebnisse in die Praxis umsetzt und beispielsweise die Datenbasis deutlich erweitert und dann 4-5 Wochen Pegelprognosen umsetzt, um dann ein deutlich höheres Potenzial zu erreichen, was natürlich auch bedeutet, dass wir die Datenbasis deutlich erweitern mussten und haben dafür jetzt inzwischen ein Konzept entwickelt, wie eine Plattform all diese Assistenzfunktionen, diese Schnittstellen bedienen kann. Und das ist auch der nächste Schritt, den wir gerne gehen wollen, dass wir auf dem doch sehr großen Zuspruch, den wir rund um den Data Run erfahren haben, diese Datenbasis erweitern wollen und vor allen Dingen auch die Kooperation mit den Partnern erweitern wollen, mit den Infrastrukturbetreibern, den Häfen, den großen Verschiffern und vor allen Dingen mit der Forschung, weil dort liegen die Konzepte und verdienen oder benötigen gerade diese Anbindung an die echten Daten und an die Use Cases und dann sind wir da, wo wir hinwollen, dass wir die Daten jenseits der reinen Technik weiterdenken. Ja, auch an euch einen herzlichen Dank. Ganz zum Schluss war dann nochmal sehr ausführlich, wie geht es nun weiter mit dem Projekt dargestellt. Gibt es da noch irgendwas Aktuelles zu ergänzen? Absolut. Und deswegen ist es auch so gut, heute hier sein zu dürfen, weil die Kooperationsmöglichkeiten in dem gesamten Kontext einfach sehr vielfältig sind. Wir haben in der Mittagspause schon einfach mal in die Richtung Routing gedacht, was dort mit weiterentwickelt werden muss. Da gibt's eine Zulaufsteuerung für die Häfen, da gibt's Vernetzungen mit kommunalen Datenquellen. Das heißt, die Gemeinschaft, die hier ist, da sind wir sehr ohr und für Kooperationen auf der Suche, wie wir das Konzept gemeinsam in die nächsten Jahre weiterentwickeln können. Ja, das Team Traku hatte schon gesagt, für den nächsten Data Run wünschen sie sich noch mehr Energy Drinks. Was für Vorschläge gibt's von euch? Sollen wir den Data Run vielleicht über 48 Stunden laufen lassen, damit man die Energy Drinks auch verkonsumieren kann? Oder habt ihr andere Ideen? Ich würde erstmal das Catering von dem Startup-Pitch loben. Das könnte man schon mal adaptieren für den nächsten Data Run. Im Geiste des Hauses, was wir hier in der Diskussion gemerkt haben, der Rhein hört einfach nicht an der deutschen Staatsgrenze auf. Ja? Und die Einbindung in europäische Datensätze und die Vernetzung von Mobilitätskonzepten im europäischen Raum ist, glaube ich, gerade was für ein Bundeshaus ein guter Einfall ist. Die kommunalen Daten, die werden bereits so vielfältig adressiert, aber die Vernetzung und dann auch die Vereinheitlichung ist ein Punkt und darüber vielleicht auch so eine Impulskraft des Hauses weiterzuentwickeln in der europäischen Integration. Okay, vielen Dank. Das nächste Team, was jetzt auf die Bühne kommt, nennt sich Free Mobility. Free Mobility hat den Jurypreis für Kreativität bekommen für das Projekt kostenloses Elektro-Carsharing und Echtzeitdaten von Ladesäulen. Und hier bitte ich jetzt den Valentin Jahn auf die Bühne. Ja, vielen Dank auch für die Einladung und schön, dass ich heute hier sein darf. Valentin, ja, mein Name von Car2Ed.
Wir haben uns damals im Dezember mit einem Thema befasst, was gar nicht so alt ist. Denn wenn ich Sie jetzt frage, welches Verkehrsmittelangebot ist ungefähr 7-8 Jahre alt und lässt sich nur mit Daten überhaupt bedienen? Dann kommt welche Antwort? Das flexible Carsharing. Ohne eine App, ohne ein Smartphone ist so ein Produkt überhaupt nicht denkbar. Das heißt, dieses Thema ist inhärent mit Daten verknüpft und damit haben wir uns befasst. Wir haben uns nämlich überlegt, wie kann man eigentlich Carsharing optimieren? Ich muss dazu sagen, ich bin seit 2009 Mobilitätsforscher und Berater und kenne mich mit den positiven und auch schwierigen Sachen im Bereich von Carsharing aus. Man muss dazu sagen, das Carsharing kostet für die regelmäßige Nutzung ja relativ viel Geld. Deswegen dachte ich, für den Kunden ist es ein Preisthema. Deswegen dachte ich, Free Mobility wäre doch eigentlich wünschenswert. Und dann dachte ich, ist es ja eigentlich auch interessant, mal zu gucken, was steckt denn eigentlich dahinter in der Datenwelt? Was muss man eigentlich noch beachten? Gerade beim Thema Elektro-Carsharing und beim Thema Disposition. Was viele von Ihnen wahrscheinlich nicht wissen, diese ganzen flexiblen Fahrzeuge landen eigentlich immer am Stadtrand. Und dann werden sie irgendwann von Dispositionsteams wieder eingesammelt und wieder in die Stadtmitte gefahren. Und dann dachte ich, na eigentlich ist das doch ein Fall, das muss man doch publik machen. Da könnte doch eigentlich jeder von Ihnen könnte doch eigentlich ein Fahrzeug kostenfrei in die Stadt fahren, wenn man diese Dispo-Fahrten nur allein ersetzt. Eine Idee. Und gerade beim Thema Elektro-Carsharing dachte ich, naja, und geladen werden müssten die Fahrzeuge ja auch. Also zweites Problem, wie finde ich eine Ladestation? Und Problem Nummer 3 ist natürlich auch das Thema des Parkplatzes. Und da haben wir uns gedacht, wir nehmen einfach mal diese ganzen 3 Probleme. Parkplatzsuche in der Stadt, man findet immer keinen Parkplatz. Das hatte ich gerade erwähnt, wir haben die Dispo-Fahrten. Das ist jetzt mal so eine Live-Karte aus von Multicity, das ist das elektrische Carsharing-Angebot hier in Berlin. Die landen immer an den Stadtgrenzen und dann müssen sie reingefahren werden. Und dann habe ich noch das Thema, es werden immer mehr Ladesäulen in Berlin gebaut und Infrastruktur wird hinzugefügt, doch man hat eigentlich gar nicht die Übersicht, wo überall diese ganzen Stationen sind. Es sind nämlich ziemlich viele und das muss man doch eigentlich dem potenziellen Carsharing-Nutzer oder Kunden sichtbar machen können. Das heißt, was macht man dazu? Wir hatten uns dazu überlegt, dass wir eigentlich nicht nur eine App bauen müssen, sondern eigentlich müssen wir im Straßenraum Displays verbauen, damit die Leute das auch sehen und idealerweise direkt auf dem Fahrzeugdach war unsere Idee. Wie gesagt, eigentlich so ein Carsharing, wie viele Leute von euch haben eine Carsharing-App? Wahrscheinlich fast alle, aber es gibt genug Leute, die fahren immer noch BVG-Privatfahrzeug, die haben gar keine Carsharing-App und wissen gar nicht, dass es solche tollen Angebote gibt. Und was haben wir gemacht? Wir haben jetzt gedacht, wir nehmen diese ganzen Datenquellen. Wir wissen, wo die Carsharing-Fahrzeuge stehen. Wir wissen, wo die Ladesäulen stehen in der Stadt. Und wir wissen letztendlich auch, wie lang theoretisch so eine Fahrt wäre. Das könnte man doch eigentlich nutzen, um für den Kunden eine Visualisierung der Daten zu machen. Denn das war unser Hauptanliegen. Wir wollten zeigen, was ist eigentlich der Nutzen hier raus. Der Carsharing-Unternehmer könnte theoretisch alle seine Dispositionsfahrten an Sie verschenken, weil er hat dann keine Kosten für die Mitarbeiter und Sie könnten kostenfrei ein Carsharing-Fahrzeug in die Stadtmitte fahren. Und da haben wir uns gedacht, da das vielleicht attraktiv ist, ein Auto zu einer Ladesäule zu fahren, wir haben zum Beispiel Daten auch genommen, Echtzeitdaten, ob die Ladesäule frei ist oder belegt, das heißt, habe ich einen freien Parkplatz oder nicht. Haben dann gesagt, das ist zwar interessant, aber eigentlich noch interessanter ist das Bedürfnis von Ihnen allen. Das heißt, wir müssen auch noch rausfinden, was ist denn im Umkreis der Ladesäule noch so los in Berlin? Also ich möchte vielleicht zur Ladesäule fahren, aber vielleicht möchte ich lieber noch was erleben, möchte in eine Bar gehen, möchte Kulturangebote sehen. Das heißt, wenn wir es irgendwie schaffen könnten, auf diesem, sagen wir mal, halbleeren Fahrzeug, was am Stadtrand steht, was sowieso von einem Disponenten jetzt, einem Mitarbeiter, in die Stadtmitte gefahren werden muss, wenn wir schaffen, dass der Kunde das macht und dann noch für sich einen Vorteil rausbekommt, dann haben wir es eigentlich geschafft. Dann können wir für 0 € eine Carsharing-Fahrt verschenken, zeigen dem potenziellen Kunden auch noch, was es neben der Ladesäule noch zu erleben gibt. Und das haben wir im Hackathon umgesetzt und haben dann letztendlich so eine Art, wenn man sich jetzt das mal anschaut, oben ist das Display und dann kommt das
sieht man sich mal, guckt man sich an, was kann man da drauf spielen? Dann haben wir so eine Visualisierung im GitHub erstmal irgendwie hinterlegt und haben geguckt, wie sieht das jetzt eigentlich aus? Wir haben einen Standort von einem Carsharing-Fahrzeug, haben einen potenziellen Punkt in der Stadtmitte, das ist jetzt Punkt B, und haben gleich die Route berechnet, 14 Minuten brauchen wir jetzt hier, haben geguckt, dass die Ladesäule frei ist und netterweise kommt dann da ein Kulturangebot und das Kulturangebot war von der komischen Oper zufällig. Das war gerade sozusagen über die automatisierte Bildersuche von Google, über die POIs haben wir das reingebracht. Und das war sozusagen eine Anwendung, die komplett auf den Nutzer fokussiert war. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, auch an dich vielen Dank. Und auch hier die gleiche Frage wie bei den anderen. Wie geht's weiter mit dem Projekt? Geht es überhaupt weiter? Ja, der Projektname hat sich jetzt ein bisschen geändert. Wir heißen jetzt Smart Top und haben einen Antrag auch im Namen des M-Funds gestellt, der jetzt in der positiven Bearbeitung ist. Das heißt, wir testen jetzt sogar, wie das wirkt in Zukunft in der Stadt, wenn wir solche Freifahrten anbieten und wie wir Echtzeitverkehrsinformationen anzeigen können. Mhm. Super, ich freue mich drauf. Der nächste Data Run, was sollen wir da machen? Ich habe gemerkt, dass es vielleicht noch ganz toll wäre, wenn wir vielleicht welche aus der Wirtschaft, Großkonzerne einladen, die uns vielleicht noch mehr ihr Leid klagen, wo sie denn vielleicht noch Entwicklungsschritte sehen. Das heißt, also ich wusste das jetzt zufällig, dass Carsharing-Anbieter verschiedene Probleme haben, aber vielleicht gibt es noch mehr außer Carsharing-Anbieter, die dann vielleicht hierher kommen und vorher vielleicht Problemstellungen schon stehen. Ja. Okay, auch eine gute Anregung. Leitet ein Stück weit über zu meinem Schlussstatement. Wir werden als BMVI natürlich auch weiter an den verschiedenen Themen arbeiten. Der Data Run ist eine Geschichte. Die andere Frage ist, wie stellen wir unsere Daten als Open Data zur Verfügung? Die M-Cloud ist da unsere Einstiegsplattform, auch das hatte Frau Bär schon erwähnt. Wenn ihr dazu weitere Informationen haben wollt, wie geht es mit der M-Cloud weiter, könnt ihr euch in der nächsten Pause auch gerne an meinen Kollegen, den Roland Götzke, wenden. Der sitzt hier vorne, um ihn mal zu zeigen. Wir fördern auch gerne weiterhin Projekte, nicht nur Projekte, die aus dem Data Run entstehen, sondern auch viele andere Ideen oder auch Studien, die sich irgendwie mit Daten beschäftigen. Wenn es um Projekte bis 100.000 Euro geht, ist es auch immer möglich, einen Antrag einzureichen bzw. eine Projektskizze vorzulegen. Wie das geht, wie man das am besten hinbekommt, da kann mein Kollege, der Stefan Kaufold, helfen. Der steht da hinten mit ganz vielen Flyern und kann auch eine ganze Menge Beratung anbieten. Ja, an Veranstaltungen wollen wir in diesem Sommer ganz gerne noch eine M-Fund-Konferenz durchführen, wo die Projekte, die schon gefördert werden, ihre Ideen vorstellen, aber auch viele andere nochmal in die Vernetzung kommen können. Ja, und mit den ganzen Ideen für den nächsten Data Run, denke ich, werden wir hoffentlich Anfang nächsten Jahres dann erst, aber ich hoffe, wir werden es dann machen, den dritten Data Run durchführen mit einer ganzen Menge an vielen neuen Ideen. Vielen Dank. Merci.